Global Producers existiert seit 1996 und produziert in Absprache und Planung mit Supermarktketten die Produkte Melonen, Mangos und Avocados. Wir produzieren in Mittel-Südamerika für das Winterhalbjahr Melonen, Mangos und Avocados, wobei Mangos mittlerweile auch in Afrika. Wir besitzen 1100 Hektar eigene Melonenproduktion und 450 Hektar eigene Mangoproduktion, die wir selbst produzieren, selbst ernten, selbst verpacken, selbst verschiffen und eben dann bis zum Supermarkt transportieren. Dadurch, dass wir unsere Produkte selbst produzieren, haben wir unseren gesamten Produktionsbereich auf 2-3 Hektar eingegrenzt, die auch einen bestimmten Code besitzen, sodass wir bis im Supermarktregal eigentlich unsere Produkte verfolgen können und auch ganz und beurteilen und auch während des gesamten Vorgangs kontinuierlich die Qualität überwachen. Dadurch, dass wir direkt mit den Supermarktorganisationen arbeiten, aus der Produktion heraus, sind wir natürlich in der Lage, direkt auf Veränderungen im Konsumentenverhalten sowie eben auch Probleme in der Produktion mit unseren Partnern zu kommunizieren. Wir testen auch regelmäßig neue Sorten und Variationen mit Konsumenten bzw. Endverbraucher, um einen Trend der Zukunft zu erkennen und auch ein eventuell verändertes Konsumentenverhalten. Meiner Meinung nach ist die einzige Chance und die Zukunft im Agrarbereich, dass Produzenten vorher mit Supermarktketten bzw. mit Konsumenten Menge, Produkte und Qualitäten festlegen, um einen gesicherten Absatz zu haben und eine langfristig gesicherte Existenzgrundlage besteht.